Auf 150 Jahre kann die Naumburger Freiwillige Feuerwehr mittlerweile zurückblicken. Das war Anlass genug, einmal Dank zu sagen für ihre tagtägliche ehrenamtliche Einsatzbereitschaft. Es war aber auch ein Grund, von Seiten der Feuerwehr mal zu zeigen, wie ihre Einsätze aussehen und sich die Technik, die ihnen zur Verfügung steht, verändert hat. Ja, 150 Jahre lang. Ich war nicht seit 150 Jahren dabei. Ich mache das jetzt seit 34 Jahren insgesamt. Seit 20 Jahren circa bin ich Wehrleiter, jetzt mittlerweile Stadtwehrleiter. Also wir haben hier für den Ortsbereich einen eigenen Wehrleiter. Und der Werdegang, wir haben jetzt ca. 80 Mitglieder. Wir haben 15 Mitglieder jetzt in der Jugendfeuerwehr. Wir haben ca. 50 Einsatzmitglieder, das variiert immer mal so ein kleines bisschen. Also schon eine starke Truppe. Und auf die kann man sich verlassen. Die müssen ja rund um die Uhr auch Tag und Nacht einsatzbereit sein. Und wenn man die Hilfsfristen so sieht, dass die in spätestens 12 Minuten an einer Stelle sein müssen, Tag und Nacht, das ist schon heftig. Und das, was die Kameraden jetzt leisten, ist wirklich toll. Und davon konnten sich die vielen Besucher einmal selbst überzeugen. Wie die Einsätze aussehen und weshalb die Männer und Frauen ihre Freizeit der Feuerwehr und damit uns allen opfern, das erfahren Sie in einem ausführlichen Beitrag in unserer aktuellen Sendung am Freitag. Natürlich, wie sich die Feuerwehr langsam entfaltet, ihre Autos leer rollen.